So, herzlich willkommen zum letzten Teil von Shining Soul 2. So, heute kommt jetzt der letzte Endgegner im Leichtmodus. Überlegen, wo das war. Ah, genau. Da müssen wir ganz nach rechts. Nee, halt, das war ein falscher Weg. Da müssen wir nach draußen. Da, wo die nämlich mal essen. Was soll das gewesen sein? Ja, bei dem hier war das. Was? Und der Glanz des Kristalls? Meine liebe Güter, das ist nicht nie, noch nie passiert. Was bedeutet das? Vielleicht ist es das Ergebnis des Ungleichgewichts zwischen Licht und Finsternis, Chaos. Ich hörte davon, als ich auf dem Festland war. Chaos ist weitaus schlimmer als Licht oder Finsternis. Sogar das Heer der Finsternis hatte Angst davor. Hass, Verwirrung, es ist eine Masse negativer Energie. Viel schlimmer noch, es kann nicht gesteuert werden. Wenn das Chaos besiegt, ist das unser Untergang. Ich kann es nicht fassen. Da Chaos keine Erwähnung in Legenden finden, haben wir es mit einer Macht zu tun, die wir nicht begreifen. Der König und andere sind vom Chaos geschluckt worden. Was wirst du machen? Es gibt keine Möglichkeit für mich zu helfen. Inja, es gibt nur ein einziges mir bekannten Weg, Chaos zu zerstören, aber dein Leben und deine Zukunft werden aufs Spiel gesetzt. Möge die Götter dich beschützen. Junge Held, die Entscheidung ist deiner. Du kannst frei entscheiden, ob du mitmachst oder hier bleibst. Niemand wird dir einen Vorwurf machen. So, vorher gucke ich nochmal. Ja. Was ist doch, hier ist nämlich noch was. Jo. Aber leider ein paar schwache Sachen waren das hier. Gucken, was auf der anderen Seite noch ist. Nee, weiter ist nichts. Jetzt geht es erstmal die lange Treppe runter. Oh, ich habe vergessen, den Ton anzumachen. Habe ich gerade gemerkt. So. Ziemlich lang der Weg hier. Hier irgendwas Neues? Nee. Und da ist ja das Portal. Gucken, ob der noch was sagt. Ender. So, du bist gekommen. Siehst du das? Ich versiegelte diesen Keller vor langer, langer Zeit, als ich hier war. Jemand sagte mir, ich sollte ihn stramm versiegeln. Ja, er war Chaosritter. Er hieß Gilepi. Er sagte, dieser Ort sei verboten. Etwas ist hier, das nicht kontrolliert werden kann. Wir sind unmittelbar unter dem Aufbewahrungsort des Kristalls. Das magnetische Feld muss durch die Unausgeglichenheit des Lichts und der Finsternis verzerrt sein. Gilepi muss vor dieser Verzerrung Angst gehabt haben. Ironischerweise wurde Chaos hier geboren. Welche Form hat Chaos angenommen? Ist es zu besiegen? Nur diejenigen, die sich nach vorne trauen, werden es herausfinden. Es gibt keine Garantie, dass du lebendig zurückkehrst, aber der König und andere sind bereits dort. Eine ganz andere Welt kann jenseits dieses Tores sein. Du wirst nicht verlieren. Ich habe noch Angst, aber ich glaube an dich. Man wird dich als legendären Kerl, ein Held, in Erinnerung halten. Komme hungrig wieder, wie immer. So.
Da ist das Vieh. Ninja. Ninja. Ha. Hörst du mich? Oh, Ninja, bitte hilf uns. Ninja, kannst du mich hören etwas? Etwas ist hier, sei auf der Hut. Oh, das ist schrecklich. Es ist hier. Mich rennen. Alles dir überlassen. Okay, das Vieh möchte also gern hinüberwuchteln. Klack, 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 klack. Autsch, Bruder. Autsch. Oh. Immer schon mit dem kritischen Druck da. Oh, da passt der. Autsch. Mal dieses Einsaugen, wie das macht. Der war gut gewesen, schon ausgewischt diesmal. Boah. Ziemlich hartnäckig ist das Vieh. Autsch. Jo. Inja. Inja. Mich rennen. Hörst du mich? Gut gemacht. Wir waren Zeugen deines ehrenhaften Siegs. Inja. Ich. Ich bin's. Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hallo, ich bin auch hier. Chaos fort. Könnt ihr mich alle hören? Bete, dass es verschwindet. Haltet alle durch, nur noch ein wenig. Oh, ich sah ein Licht. Bewegt euch alle in diese Richtung. Wohin? Welche Richtung? In Richtung der Ruhe. Könnt ihr sie nicht sehen? Ah, jetzt sehe ich sie. In dieser Richtung. Angel, wir warten auf euch. Das Chaos zerblasst. Pff. 3300 Erfahrung. Kannst du meine Stimme vernehmen? Eine neue Legende wurde geboren. Wenn Licht und Finsternis aus dem Gleichgewicht geraten, wird Chaos geboren. Licht und Finsternis erzeugen Angst und dumme Menschen streiten aufgrund dieser Angst. Und diesen Streitigkeiten erstammen Hass und Zorn. Diese Emotionen gehören Bestandteile. Ninja. Ist der nächtliche Sternenhimmel nicht beeindruckend? Aber naja, dieses ist nicht der wirkliche Himmel. Er ist nur ein durch Chaos kreierter Verzerrung. Aber du kannst beruhigt sein, alles ist in Ordnung. Ich habe dich sehr oft getragen, immer wieder. Erinnerst du dich nicht?
Du wurdest verletzt viele, viele Male. Und jedes Mal wurdest du stärker. Ich weiß es ganz genau, ich habe immer über dich gewacht. Ich bin dein Schutzengel. In deiner Gegenwart heiße ich Angela. Du scheinst gesund zu sein. König Marcel, Königin Yvonne, Prinzessin Camilla, wir sind alle in Sicherheit. Schau, sie warten auf dich. Wir sind fast da. Der gleiche bekannte Ort. Oh, Inga, komm mal gesell dich zu uns. Wir haben auf deine Rückkehr gewartet. Wir lassen ein Foto machen, um den Anlass zu gedenken. Wie du siehst, sind wir in Sicherheit. Wow, sowas habe ich bisher noch nie erlebt. Ich dachte, ich würde mein Bewusstsein verlieren. Ja, ich wurde in eine unheimliche Dimension mit Sternen beleuchtet, geschleudert, ein beängstigender Ort. Aber dann hörte ich deine Stimme. Du auch, Mama, ich hörte sie auch. Er war, als ob unsere Seelen sprachen. Ja, ich hörte viele Stimmen, darunter schrie Chaos. Als ich die Stimme hörte, wurde mir eines klar. Es gibt nur eine Welt. Natürlich, warum sagst du das? Ich glaubte früher, es sei offensichtlich, aber wenn du älter wirst, Camille kann etwas selbstverständlich gehalten hast, dein Herz greifen kann und du begreifst es wirklich. Puh, ich verstehe nicht. Du und Angel sind beide noch jung, Camille. Ja, du kannst noch nicht erwarten, es zu begreifen. Der Krieg gegen die Chaosritter war der zwischen Licht und Finsternis. Es ist nicht immer einfach, das Gute vom Bösen zu trennen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das Gleichgewicht muss bewahrt werden. Ja, Ausgleich ist nötig, aber die wahre Gleichgewicht in der Welt ist sehr schwierig. Wenn das Licht zu mächtig wie an der Quelle wird, geht das Gleichgewicht verloren und Chaos folgt. Inga, du bist ein wahrer Held. Mit deinem reinen Herz und etwas mehr Übung wirst du den Weg entlang des Pfades der Rechtschaffenheit führen. Hast du auch das gleiche Gefühl? Aber Inga, momentan solltest du das Leben genießen wie andere Kinder. Deine Augen sagen, ich bin kein Kind mehr. Stimmt, ich auch nicht. Ich bin auch dein Kind. Haha, verstehe, da haben wir einen Held mit Prinzessin. Aber ihr beide seid immer noch meine lieben Kinder. Haha, das ist wunderbar. Meine Arme werden langsam taub. Oh, tut mir leid, wir waren etwas abgelenkt. Und Feuer. Na, Feuer. Nun kann ich mich auf das Ko Kochen meiner Spezialsuppe konzentrieren. Na? Ansprechen? Okay, los geht's. Seid ihr alle soweit? Ja. Ich zähle bis drei, bevor ich fotografiere. Zwei. Eins. Und so.
kehrte das Glück zu den Menschen im Schloss Glanthol zurück. Injas Abenteuer war vorläufig vorbei. König Marcel hat dich gebeten, das Schloss zu bewachen, und die Königin möchte, dass du dort lebst. Als Beschützer von Glanthol und legendärer Held lieben dich alle aus tiefstem Herzen. Prinzessin Camille möchte eine Dauerfreundschaft schließen, alle im Schloss und in der gesamten Stadt lobten dich. Angel, der Held, von bescheidenen Anfängen, die aufregenden Abenteuer des tapferen jungen Helden und die Gründung eines neuen Zeitalters. Ab den heutigen Tage wird uns der Frieden wieder bekannt sein. Das Lächeln des legendären Helden Inja spiegelt die mit Licht durchflutete Zukunft wider, die uns ermartet, mehr erwartet. Ende. Und Fortsetzung der Besetzung scheint zu 2. Und da kommen jetzt nur die Produzenten und das alles. Da spule ich jetzt mal vor, dann zeige ich euch, welchen Charakter man kriegt. Nehmen wir mal den Ton aus. Jetzt kommen noch mal die ganzen Gegner. So, jetzt zeige ich euch mal, welcher neue Charakter dazugekommen ist. Da muss ich dann einfach nur auf Neues Spiel. Und hier hinten ist er. Da, schwarzer Magier. Sieht ein bisschen vertraut aus. Man weiß wenig über ihn. Das Komische ist ja, der ist etwas stärker. Nimm den mal kurz, um das euch zu zeigen. Deswegen überspringe ich mal kurz wieder. Merkt ihr schon die Werte oben? Sie sind viel höher als in den anderen. So. So. Leider kriegt man den erst, wenn man einmal durch war. Status, da sieht er alles auf 18, hat er. Deswegen, der ist mit am stärksten. So, und dann will ich mich erstmal verabschieden für das schöne Finale. So, und vielleicht kommt noch ein Schwierigkeitsgrad mehr, der Schwermodus. So, bis zum nächsten Mal und tschüss.